Ja, schönen guten Morgen. Willkommen, Katja Kipping. Wir haben gerade in der Grafik gesehen, Homeoffice, das ist das zentrale Element der Beschlüsse von gestern. Es gibt da jetzt auch eine Verordnung, eine Verpflichtung. Haben die Linken immer gefordert? Sind Sie jetzt zufrieden mit Kanzlerin und Ministerpräsidentinnen, Ministerpräsidenten? Na, es war überfällig, dass man das Thema angeht, weil du kannst nicht die komplette Last des Infektionsschutzes nur auf den Privathaushalten ablegen, sondern das Virus interessiert ja nicht, ob der Kontakt auf der Arbeitswelt oder im Privaten stattfindet. Und ich finde die Weigerung der Regierenden seit Monaten, den Infektionsschutz auch verbindlich in der Arbeitswelt durchzusetzen, führt dazu, dass der Lockdown insgesamt länger ausfällt. Und das mit dem Homeoffice ist ein erster Schritt. Leider wird auch der nur wieder sehr halbherzig angegangen. Also ich habe mir die erste Formulierung, die ursprünglich war zum Homeoffice, die war noch viel entschiedener. Hier an welchem Punkt entschiedener? Nur das war sehr, es war vollkommen klar, dass das eine Pflicht ist für die Arbeitgeberseite. Dann gab es ja eine sehr heftige Reaktion der Arbeitgeberlobby. Ich will ausdrücklich sagen, es gibt viele Arbeitgeber, die machen das ganz vorbildlich, aber die organisierte Arbeitgeberlobby mit der Bundesvereinigung hat vehement dagegen zum Sturm geblasen. Und ich glaube, dass die Union in dieser Runde wieder deutlich eingeknickt. Und das ist ein Problem, weil wenn wir nicht konsequent auch in der Arbeitswelt den Infektionsschutz durchsetzen, müssen die privaten Familien wieder länger im Lockdown bleiben und die Branchen, die schon seit fast einem Jahr im Lockdown sind, wie Veranstaltungsbranche und Kultur, müssen das ausbaden. Jetzt gibt es die Verordnung und wir werden sehen, wie sie wirkt. Das zweite große Thema, und da wurde gestern wirklich hart drum gerungen, sind die Schulschließungen. Sie werden verlängert, zumindest generell. Es gibt einige ganz wenige Ausnahmen. Bis zum 15. Februar. Für die Linken ist das ein wirklich schweres Thema. Denn Schulschließungen sind ein soziales Problem. Vor allen Dingen die, wo die Eltern zu Hause nicht so nachhelfen können, die werden abgehängt. Wie stehen Sie zu diesem Beschluss? Ich habe mich in den vergangenen Monaten immer leicht auch bei kontroversen Themen positionieren können. Aber bei dem Thema, bin ich ganz ehrlich, schlagen echt zwei Herzen in meiner Brust. Weil aus Infektionsschutzgründen, vor allen Dingen jetzt mit dem mutierten Virus, muss man sagen, es ist sinnvoll, das länger geschlossen zu halten. Zugleich weiß ich, dass es sozialpolitisch echt die Hölle ist. So, also Kinder, wo zu Hause es nicht die Unterstützung gibt oder wo es sogar Gewalt gibt, denen fehlt schon ein Rückzugsort. Und man muss halt sagen, Homeschooling verschärft die bestehende soziale Ungerechtigkeit. Was ich vor dem Hintergrund besonders ärgerlich finde, dass es die Bundesregierung bisher nicht geschafft hat, unbürokratisch sicherzustellen, dass alle Kinder auch aus ärmeren Haushalten jetzt wirklich Zugang zu einem digitalen Endgerät bekommen, zu einem Drucker, auch zu einem Endgerät mit einer SIM-Karte, weil damit man am Distanzunterricht teilnehmen kann, muss es halt auch eine entsprechende elektronische Ausstattung geben und die ist im Hartz-IV-Regelsatz zum Beispiel nicht drin. Gut, die Linken fordern in den meisten Bereichen, dass der Staat mehr Geld ausgeben soll. Das ist aber auch irgendwo endlich. Machen Ihnen die gewaltigen Schulden keine Sorgen, die wir da aufhäufen? Ich würde sagen, wenn wir jetzt nicht viel Geld in die Hand nehmen, um in der Wirtschaft dagegen zu steuern, würden wir in eine viel stärkere wirtschaftliche Krise reinkommen mit viel größeren Kosten für alle. Aber in der Tat beginnen jetzt natürlich auch die Auseinandersetzung, wer am Ende für die Kosten der Krise zahlen soll. Da haben wir einen ganz konkreten Vorschlag gemacht, nämlich eine Vermögensabgabe für das reichste 0,7%, wo wir sagen, alle, die ein Privatvermögen von 2 Millionen haben, die müssen gar nichts bezahlen und die ab 2 Millionen Privatvermögen bezahlen dann eine einmalige Abgabe, die sie auch über mehrere Jahre staffeln können, damit man eben nicht die Kosten auf den Ärmsten und auf den Beschäftigten abwälzt. Wobei da Unternehmen wegen der möglichen Vererbung auch schon wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber die Debatte hat gerade erst angefangen und sie wird weiterlaufen. Danke für den Besuch heute Morgen, Katja Kipping.